Hallo und herzlich willkommen hier zum Planet Crafter. Es geht weiter hier. Ja, und endlich haben wir Maschinen gebaut, die ich die ganze Zeit nicht gebaut habe. Ich gesagt, ich brauche sie nicht. Den Shredder haben wir gebaut und diesen Zerlegungsautomaten hier. Weil wir hier Krempel gefunden haben von Andodazimal. So 1er Lufttanks und so. Oder 2er. Und so uralte Stiefel, die wir nicht brauchen, ne? Haben wir unter dem Wasserfall gefunden, in der Höhle, wo irgendeine Expedition damals ihr Ende gefunden hat. So, wir müssen aber jetzt nochmal Richtung Wasserfall gehen. So, deswegen machen wir uns da gleich auf den Weg. Terraform-Index ist auf einem guten Weg Richtung 250 GTI. Nur eine Frage der Zeit. Dank der Automation haben wir jetzt halt ein bisschen Zeit, ne? Dass man sich ein bisschen Sachen angucken kann noch. Sicher, wir müssten jetzt natürlich auch noch mehr Bohrer bauen oder so, mehr Luftdruck generieren, dass wir endlich die gescheiten Bohrer hätten. Aber was haben wir dann gewonnen? Dann läuft alles wirklich automatisch, wir haben nichts mehr zu tun, nichts mehr dahin zu streben, ne? Und wir haben hier Zeit, uns schätzt uns niemand hier. Wem es nicht passt, der kann auch verschwinden, der braucht ja nicht bei mir gucken, ne? Bei mir bekommt er nicht hier das so schnell durch. Hier, das ist das Spiel und dann ist Ende im Gelände. Ich möchte es erleben und ich möchte es nicht hier einfach dahin rotzen hier. Naja gut, was jetzt in den Raumschiffen die Module dabei wirken, die ich da einsetzen kann in die Generatoren, das weiß ich immer noch. Die habe ich noch nicht nachgeguckt tatsächlich. Hat auch noch keine Gelegenheit, eure Kommentare dahin zu berücksichtigen oder zu lesen. Schau an. Ja, immer wieder Terra-Tokens hier, das ist geil. Ja, und immer wieder Kisten. Ah ja, gut, da war noch eine Kiste auf dem Weg, die habe ich jetzt nicht wieder mitgenommen. Da ist eh nicht mehr viel Scheiß drin. Ich habe nochmal so Blumensamen da und dann war es das wieder. So, was ist denn das? Das sieht ziemlich vergraben aus, das Ganze. Das ist das Triebwerk, da liegt noch ein Triebwerk. Hier ist, was ist das hier? Weiß man nicht. Da hinten gibt es doch noch gescheit Ressourcen, okay. Weil eigentlich da, wenn das in die Gegend geht, da ist irgendwie Kartenende und da kommt nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob man da verreckt oder ob da einfach nur noch schnurstracks liegen kannst einfach, es bringt dir nur nichts mehr, du kommst niemals an. Man muss dann irgendwann umkehren, weil du feststellst, ja, es bringt dir gar nichts. So, der Eingang war da. Das hier zu zerlegen? Nee, hat nur so ausgesehen. Dann gehen wir mal rein. So, hier ist es stockdunkel. Okay. Also es ist auf jeden Fall keine Energie da, klar. Und wenn wir jetzt wahrscheinlich so einen Fusionsreaktor finden, können wir den halt wieder zum Leben erwecken, wenn wir so wollen. Ja, da gibt es auch wieder Zeug. Aber halt eigentlich ziemlich mal normale Sachen, ne? Keine extravaganten, weil man hätte in das Fach wahrscheinlich schon viel eher gekonnt. Ich habe da halt nur damals noch nicht so wirklich, weil wir halt immer so begrenzt im Sauerstoff waren, hier viel erkundet von den ganzen Fracksachen da auch. Was haben wir hier? Ja, großer Aufenthaltsraum hier. Ja, und hier wäre jetzt schon wieder ein Teleporter ganz nützlich. Dass ich sagen könnte, yo. Da reise ich schnell zurück, dann brauche ich nicht wieder zurückfliegen, ne? Könnt ihr euch das natürlich jetzt alles wieder rausschneiden. Die Treppe ist cool. Wenn man sowas bauen könnte. Soll das hier für ein Schlauch sein oder soll das ein Kabel sein? Schlauch, okay. Ein Schlauch, den braucht man auch. Eine Wendeltreppe. Naja, so kannst du eh gar nie bauen. Was? Immer? Wo? Hä? Durch die Tür? Interessant. Ja gut, man kann hier durch den Spalt durchgucken, ne?
Aber mehr ist halt nicht. Also die Tür ist ein bisschen kaputt. Hindert uns aber nicht, da weiter vorzudringen. Ja, es gibt sie noch, die Mikrochip-Baupläne. Es gibt sie noch. Raumanzug, ja. Braucht man nicht, müsste man dann eigentlich nur zerstören. Brauchen wir nicht rausholen. So, hier ist auch noch ein nützliches Sach. Da lassen wir das Eisen hier. Stoffkartusche. Okay. Ja gut, da muss man hier oben eh nochmal hoch. Unser Inventar ist voll. Das ist, naja, wie ich immer so schön sage, toll. Ja, also, nee, da gehen wir noch nicht durch. Wir gehen erst wieder raus jetzt hier. Ja, wie gesagt, Teleporter gebaut, zurück zur Base teleportiert, wieder zurückgebeamt. Wenn man alles fertig hat, dann könnte man ja. Ne? Das wäre bequeme Sache dann, aber daran habe ich jetzt nicht gedacht. Genauso wie den Luftkuppeln damals daher. Eigentlich immer Material für so eine Luftkuppel dabei haben. Also für eine normale. Also für eine Tür und für so eine Habitatkuppel. Und dann hättet ihr euch jedes Mal aufladen können, ne? Habe ich aber oft auch nicht immer gleich gemacht, so. Wie oft habe ich da dann immer diesen Sauerstoff hergestellt. Deswegen gibt es auch so viel von diesem kristallinen Zeugs da. Von diesem Silizium, oder nee, nicht Silizium, das heißt anders da. Da haben wir nochmal einen Abgang in die Höhle. Ja, es dürfte nur ein anderer Eingang sein. Mehr auch nicht. Ja, mittlerweile brauche ich diese Zeolith-Markierung gar nicht mehr. Weil wir teleportieren können. Ja, sei denn mal, der Strom fällt aus. Ich kann nicht mehr teleportieren, aber warum wollte ich dann zum Zeolith hin? Macht keinen Sinn. Ja, im Fluch hier Wasser trinken. Wie so ein Insekt. Oder so ein Vogel. Die fangen halt auch so über die Wasseroberfläche und dann trinken sie was dabei. Ohne zu landen. So, rein von der Sache her könnte ich jetzt hier alles reinschmeißen. Normalerweise sollten, die Betonung liegt auf sollten, die Drohnen das dann einsortieren. Ich habe das auch auf Stufe 5 gestellt, aber ob die es machen, ist die andere Frage. So, Chip mit dem Schlüssel. Explosiv! Ja, jetzt haben wir einen Explosivstoff. Okay. Geilometer. Ja, jetzt haben wir es. Ja, die Drohnen machen es schon. Gut, perfekt. Das klappt super. Da kann ich jetzt wirklich sagen, yo. Haut mir das raus. Gut, das da haben wir halt andere Sachen noch liegen. Das könnte man aber trotzdem deklarieren. Ich meine, für das, was dann sonst da oben liegt, da haben wir ja keine Nachfrage. Deswegen würde das dann auch nicht einsortiert werden. Das ist eine feine Sache. Da müssen wir jetzt nicht rumrennen. Da können wir eigentlich gleich wieder los. Wobei, ich würde jetzt doch gern das Explosiv-Ding bauen. Muss man es hier bauen? Weil da ein Knopf dran war. Die Frage ist, ob ich mich da dann selber in die Luft springe mit. Explosiv, explosiv, explosiv. Das ist ein automatisches. Ja, das muss ich hier craften. Leiterplatte.
Es kann sein, dass das Material nicht mehr in Reichweite ist, oder? Schwarzpulver und Leiterplatte. Kann schon sein, dass es am äußersten Limit hängt hier. Da müssten wir hier Sachen reintun, wo wir eigentlich nie zur Fertigung bräuchten. Ah nee, stopp. Das ist das Problem. Schwarzpulver ist leer. Ja, er hat's. Ja, er hat's gefertigt, okay. Das war's. Schwarzpulver. Ich will aber kein weiteres bauen. Ja, gehen wir da auf das. Verwende es, um Objekte in die Luft zu jagen. Rechtsklick, um es zu verwenden. Ah ja, okay. So, und jetzt, Hadley, wie war denn das? Ja, ich will jetzt wieder für einen Teleporter was mitnehmen. Zwei Pulsarquarze. Ein Zeolith. Ein Obsidian. Ich habe einen Superlegierungsstab und Osmium. Hab's fast zusammengekriegt, was wir brauchen. Osmium. Das ist eh nachgefüllt worden. Ja, wie geil das ist, Leute. Echt, ich freue mich. Ich finde es so genial, wie das jetzt hier ist. So, jetzt. Ja, jetzt können wir den Sprengstoff gleich mal austesten. Da hinten irgendwo war nämlich das Geröll, wo wir abspringen können. Mal schauen, ob eine Ladung reicht. Ja, ich habe ja schon gedacht, dass es aus Schwarzpulver gemacht wird, ne? Wurden dann halt noch ein Zünder, deswegen Elektronikteile dabei. Muss ich jetzt nur wieder finden. Das war hier irgendwo hier. Ich meine, da weiter hinten waren wir auch noch nicht so wirklich. Überall noch diese Wurzel da mit dem Zeolith hängen da. Das war irgendwo hier. Hier ist es, okay. Mal schauen, ob ich das da so entsprechend wegsprengen kriege. Kann mit Sprengstoff zerstört werden. Rechtsklick. Das will ich aber nicht so hier hinwerfen. Weg. Okay. Rumsdibumsdi. Ja, hat das ganz gereicht. Ja, da müssen wir nochmal einen hinlegen. Ich konnte es halt auch nicht wirklich irgendwie hinkleben. Dann wäre das eine ganz andere Sache, wenn du es einfach hinbeppen könntest. Genauer. Aber das konnte ich ja nicht. Ja, da sind wir. Können wir kurz das Nein gucken hier. Nehmen wir das Aluminium mit. Bin mal so frei. Helf den Drohnen mal wieder ein bisschen. Da ist Aluminium auch schon voll. Nee, eben nicht. Hä? So. Wir machen nochmal so ein Sprengstoff-Knallerbsen-Ding da. So, ich will noch ein Knallbonbon. Wo waren das? Ja. Aber dass ich das nirgends gesehen habe, das hätte man doch auch irgendwie mit Punkten freischalten können oder so. So, mal schauen. Wie lange dauert denn das? Oh, da haben wir keinen Sprengstoff mehr. Also Schwarzpulver. Wir haben kein Schwarzpulver mehr. Das ist kein Problem. Schwarzes Pulver. Wenn vorstellbar wäre, dass man auch mehrere solche Automationsdinger hier baut, ne? Aber braucht man eigentlich nicht. Und das Zwecke, wie ich immer so schön sage, uns hetzt nichts. Wir müssen da nicht hier im Akkord arbeiten. Das ist auch hier zwar im Bereich der Zeigenmaschine, aber die bringt uns ja nichts, weil die schmeißt ja das Zeug raus. Wenn sie das nicht machen würde, wäre das natürlich gut, aber sie macht. Und rausschmeißen ist schlecht. So, und jetzt den Knalldinger hier.
kommt wieder ein Riesensturm runter. So wie das hier jetzt wackelt und knallt. Eieieiei. Ich weiß, das Bildschirmwackeln kann man ausschalten, aber ich finde so die Atmosphäre einfach schöner. Naja, es ist wirklich nur gut, dass hier nichts kaputt gehen kann durch so ein Asteroiden-Ding. Wenn man Space Engineer spielen würde, da würde was kaputt gehen, wenn das einschlägt. Das kann dir die ganze Base ruinieren. Ah ja, das ist wieder Superlegierung. Die sind relativ schnell und so bunt hier. Das sind Superlegierungsdinger. Da wir beamen. Jetzt muss ich trotzdem mal gucken, habe ich das überhaupt deklariert, dass der hier Aluminium hat? Ja. Habe ich deklariert. Nur die Drohnen. Ja gut, wir müssen ein paar mehr Drohnen bauen. 9 Drohnen sind dann doch... Neuer Portalgenerator. Ja, 250. Geilometer. Das heißt, wir finden hier dann weit entferntere Fracks, aber wahrscheinlich können wir es nicht herstellen. Weil wir das Material nicht haben. Na, der Lego sagt immer gleich, ja, das geht nicht, ne? Jetzt habe ich mich hier wieder verflogen. Wo war denn das? Nee. War dann doch schon hier irgendwie. Finde ich das nicht mehr? Nee, es war nicht so weit drüben, oder? Ja gut, nee, ich war zu weit rechts, okay. Oder war ich nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah doch, hier ist es. So, dann lege ich hier nochmal das Ding aus. Ja, es fällt wieder runter, ist doch blödsinnig. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Ja, man kann sich wahrscheinlich damit selber in die Luft sprengen. So, okay, was gibt's hier Schönes? Eine Öffnung. Hallo? Was ist denn jetzt hier schon wieder? So. Grüß Gott, jemand zu Hause. Wenn nicht, ist es egal. Träger, gut, hier sind jede Menge. Hier ist einer. Ne, hier ist auch noch einer. Ja, gut, das hat keinen Sinn. Aber es hat nacheinander hier. Kann man hier für Behälter? Die an sie an. Ja, irgendwelche Maschinen. Da sehen wir nichts. Das ist ein Fenster eigentlich gewesen. Technischer Schutt. Da geht es noch nach unten. Na gut, das Eisen kann ich mal hier lassen. Das kann ich lernen, sozusagen. Hier nach unten. Na, hier ist ein wenig Sand eingedrungen. Ziemlich weitläufig. Ja, leider funktioniert es nicht. Ja gut, das, was man mit den Chips da lernt, das ist random. Und wir haben jetzt halt Glück gehabt, dass wir einen Sprengstoff hatten. Wenn ich den auch relativ früh lernen hätte können, ne, da hätten wir schon viel früher die Sache freispringen können. Weil wir werden es jetzt sehen, was es hier zu finden gibt. Ob es hier irgendwas super genial Gutes gibt. Und man sagt, wenn man da schon vorher reingekommen wäre, dann wäre das halt hier wirklich geil gewesen. Ja, das geht nicht auf, okay. Geht nicht auf. Das ist ein Stuhl. Warte mal, da muss man einmal gucken, nicht, dass da was liegt. Noch eine Kiste oder so. Klein verstecken sie als mal in den Nischen da so ein bisschen.
Und das Klo, ne? Ja gut, das ist auch für unser Base. Jetzt vielleicht auch noch. Ja, und das sind halt Schränke, aber die gehen nicht auf. Gut, das war hier mehr oder weniger wieder Crew-Quartiere. Aber es geht hier noch ein bisschen weiter. Viele bunte Rohre. Ah, das Eisen lasse ich einfach wieder liegen. Das braucht nun wirklich keiner. Das ist, ja. Ah, da müsste ich nochmal sprengen. Okay. Wo führt denn das hier hin, Leute? Ach du Heiliger. Das ist ein riesiger Frack. Krass. Wirklich krass. Das ist ja krass, Leute. Ja, aber es gibt hier nichts. Bin ich jetzt einfach im Kreis gelaufen oder wie? Nee, eigentlich nicht, ne? Da ist auch. Oder. Hä? Da ist auch noch was zum Freispringen. Ja, wir müssen hier nochmal her. Also zwei Sprengladungen brauchen wir auf jeden Fall. Was ist denn das? Glanzröhren? Bringen uns hier aber nichts. Lernen. Den Chip nehme ich auf jeden Fall gleich mit. Mutterkehn Stufe 3, ja gern. Mal gucken. Das da noch, das da auf jeden Fall. Noch irgendwie was Besonderes? Ja, hier drin kann ich keinen Teleporter bauen, oder? Müssten wir mal testen. Kann ich einen Teleporter bauen? Ja, kann ich. Aha. Geil. Dann können wir das Zeug heimbringen. So, zack, zack, zack. Jetzt haben wir nämlich sowieso mehr Platz. Gut, das Eisen kann ich hier lassen, ehrlich gesagt, ne? Lately. Dann können wir auch gleich den Sprengstoff bauen. Base. So, weil ich faul bin, lasse ich das wieder von den Drohnen einsortieren. Gut, das geht nicht. Lerma muss ich von Hand einsortieren. Mutter G muss ich auch von Hand einsortieren, das eine. Das, ja. So, ein bisschen muss ich was von Hand einsortieren. Das hier. Und das Lirma-Samen, das haben sie irgendwie vergessen einzumachen. In die Nachfrage oder in die Angebotsliste. Das eine können wir noch einmal lernen hier. Drohnenvisualisierungskarte. Mhm. Eine Rakete. Ich weiß nicht, wozu man die braucht. So, dann bauen wir noch unseren Sprengstoff zweimal, wenn es geht. Gut, dass wir mehr Schwarzpulver hergestellt haben. Einmal. Wollen wir vielleicht einen dritten? Ja, wir stellen einen dritten her. Vielleicht brauchen wir noch einen dritten. So, dann mache ich mal 0. Beziehungsweise ich mache wieder. Ja, könnte Superlegierung herstellen. Ein bisschen hier. Von daher. Das machen wir mal. So, teleportieren. Base. Ach, Scroll. Minus 130. Nee, 250 minus. Das ist die Tiefe. Die Z-Koordinate ist in der Mitte. So. Okay.
Ja, jetzt könnten wir das Eis natürlich wieder mitnehmen oder den Teleporter wieder mitnehmen. So, wo war jetzt die Sprengladung anzubringen? Ja, ist es weitläufig, Leute. Ich verirre mich doch da. Man weiß doch, dass ich das nicht, dass ich das echt. Heidis Blechle. Ja, irgendwie sind wir da jetzt auch im Kreis gelaufen, oder? Ja, toll, das hat sich. Es hat sich echt rentiert, Leute. Echt jetzt hier, ne? Für nix. Regen schön für nix. Das ist immer ärgerlich, finde ich. Wenn dann da nichts ist. Oder sind wir wieder in dem Raum? Okay. Gehen wir wieder da zurück. Da ist was zum Sprengen. Wenn wir da durchkriechen könnten, können wir drüber hüpfen. Ah, verdammt. Ich hab den Sprengstoff. Ah, das geht mit dem Tool. Interessant. Wollte der zünden? So ein Käse. Rumsti Bumsti. Gut, dass hier nichts zusammenstürzt. Da geht's hier in den Keller. Also merke, das Zerstörungstool kann sehr viel zerlegen. Hier geht's auch in den Keller. Ah, hier ist ein Reaktor. Das braucht man nicht. Das schmeiße ich gleich raus. Zeolit. Ja gut, wir nehmen es jetzt mal mit, aber eigentlich brauchen wir es auch nicht. So, wollen wir den Reaktor mal starten. Ich mache jetzt mal absichtlich die Lampe aus. Ja, man sieht, hier ist es ziemlich dunkel. Ihr seht eigentlich nicht viel, ne? Da will ich was trinken. Jo, ist schon recht. Ja, da geht dann die Notbeleuchtung an, sozusagen. Ja, und jetzt ist es dann verriegelt, ja. Jetzt ist er drin. Jetzt geht es nicht mehr aus. Jetzt gibt das mir nicht mehr her. Ja, da haben wir die Beleuchtung hergestellt wieder. Ich finde es trotzdem mit zusätzlicher Taschenlampe besser. Okay. Das sieht schon geil aus, ne? Gut, die Lüftung geht nicht. Also die Ventilatoren stehen still. Ja, auch diese Terminals gehen nicht. Ach, die gehen noch. Die sind kein Schrott. Okay. Ist jetzt einmal ganz was Neues. Ne? Normal ist es immer zum Abbauen gewesen. Das Terminalzeug da. Oder diese Servertürme. Die gehen jetzt hier. Bringt uns nur nicht viel. Ne? Wir können damit nicht größer interagieren. Aha, da stehen Prozente von irgendwas. Bringt uns aber auch nicht weiter. Wahrscheinlich immer das Gleiche, ne? Ja. Man will das Ganze so ein bisschen beleben mit irgendwelchen Daten und so weiter. Dann macht man Fehler, dass man da das eben kopiert und ja, dann ist es nicht mehr. Dann ist es wieder langweilig, finde ich. Also. Alter Schwede, du. Und hier ist ewig viel nix drin. Ein großer Raum mit ewig viel nix. Okay. Was soll das? Einfach ein Spieler nur sagen, wow, dass er hier sagen kann, das ist ja riesig, aber. Trotzdem, es ist. Ja, genau was zum Sprengen.
So. Ja. Hier drin gibt's auch nichts. Ja, toll. Wozu springe ich das auf, wenn hier nichts ist? Und einen Sprengstoff habe ich dummerweise zerlegt. Ah, eine Zugangskarte. Ja, jetzt müssen wir nur die Tür finden, wo wir da Zugang begehren können. Ah, vielleicht hier, oder? Nee, doch nicht. 5000 Terra-Token. Alter Schwede. Und wozu ist die Karte? Ja, geschlossene Türen, geil. Welche geschlossenen Türen meint ihr? So, und jetzt sterbe ich gleich, wenn ich nicht meinen Teleporter gleich aufbaue. Ich gebrauche Wasser, das macht gleich Bupa, Bupa, Bupa. Ich mag aber nicht, wenn es Bupa, Bupa, Bupa macht, ja. So, wieder hier alles ausleeren, meine Taschen leer machen hier. Zugangskarte behalte ich mal. Eine muss ich eh selber in die Kiste legen, weil ich das nicht auswählen kann. Noch nicht. So, den Superlegierungsstab, den brauche ich auch nicht. Allzu viele haben wir da ja noch nicht, ne? So, und jetzt schalte ich den wieder auf Superlegierung. Ne, ich brauche Sprengstoff. Das kann er verbraten erstmal. So, ich brauche nochmal Sprengstoff. Ein oder zwei. So, und dann macht er das einfach wieder weiter. Falsch. Okay, das wird der große Rahmen. Ich sag ja, ich verlaufe mich da. Okay, das ist der Raum. Hat der mehr als einen Ausgang? Ja, hier, ne? Ich weiß echt nicht, wo ich schon überall war. Man bräuchte solche Fackeln, die man irgendwo fallen lässt. Dann sieht man, ja, da ist eine Fackel, also da war's schon. Ist noch ein Tresor. So. Naja, die sind eigentlich offen, ne? Da brauchst du jetzt irgendwie eine Zugangskarte für. Waren wir da jetzt in jeder Himmelsrichtung hier weg? Das ist der Raum? Ja, da waren wir da schon. Können wir wieder die Treppe hochgehen. So. Alter Schwede, hier geht's wieder runter. Aber da waren wir schon, da haben wir den Generator gestartet. Mehr oder. Ah nee, das ist ja. Ah ja. I see. Da laufen wir im Kreis. Da hätte man auch nicht sprengen müssen. Jetzt kann ich da schon wieder runter. Ich will da jetzt aber nicht mehr runter. Ich will jetzt hier. Ah ja, da. So, da waren wir drin.
Weiß ich nicht. Ja, das ist der andere Weg da in den Raum. Okay. Aber hier. Na, hier geht's aber in den Keller. Hier ist eine verschlossene Tür, oder? Zugangskonsole. So, der bleibt doch drin, okay. Den kriegst du nicht mehr raus, warum auch immer. Soll dann sozusagen einmal Schlüssel sein. Hier ist wieder ein Tresor. Das können wir gleich nehmen. Boah. Und nochmal Chip. Ich habe schon gedacht, es gibt keine mehr solche Chips hier. Mein, es sind Sachen dabei, die muss man jetzt nicht unbedingt mitnehmen, ne? Der Tresorraum hier. Produktionszeitteiler, ja. Da haben wir schon zwei. Stickstoffkartusche kann ich fortschmeißen. Ganz ehrlich, Zeolit lasse ich da. Dann haben wir alles. Das war wohl der Hauptschatz hier im Schiff. Meins hat sich schon rentiert. Und jetzt habe ich noch zwei Sprengladungen übrig. Okay. Wo ich jetzt noch brauche. Ah nee, da haben wir noch was zum Aufspringen. So. Deckung. Bomb has been planted. So, rums. Ah, nochmal ein Chip. Stickstoffflasche brauchen wir nicht. Ja, also müssen wir nochmal einen Teleporter hinstellen. Ja. Da geht's, okay. Base. Na, so langsam kann das nicht mehr einsortieren wahrscheinlich, weil alles voll ist. Wenn ich mir vorstelle. Leermark können wir eh nicht. Hier geht gar nichts mehr. Mikrochip-Bauplan anheften, Stufe 3. Mhm, da kann man noch mehr anheften. Dekonstruktion, Stufe 3. Mhm, was kann das? Weiß ich nicht. Taschenlampe, Stufe 3. Was, derzeit wie? Ah, es gibt keine Baupläne mehr zum Schlüsseln. Okay, dann haben wir alles. Ja, geht nicht mehr. Die Frage ist, kann man das Ding verkaufen? Nee, ne? Ja, dann ist das der Chip jetzt hier übrig. Weiß ich hier rein, wie die Sicherung genauso rein. Das so. So. Das hat sehr gelohnt, Leute. Wir sind noch nicht durch. Eine Sprengladung haben wir jetzt noch übrig. Und wir haben schon 10.000 von diesen Dingern da. Ja, und Baupläne halt, ne? Moment, warte mal. Ermöglicht das schnelle Zerlegen von Gegenständen. Fortgeschrittene Objekte. Lasarquarz und Magnatar. Okay, das können wir geschwind machen. Lazar und Magnetar. Ja, aber zu anderen Sachen, wo es da halt doch noch gibt, das hat er auch nicht gemacht. Das ist ja, ja. So. Lampe. Zweimal Sonnenquarz mit Taschenlampenchip.
Da bin ich mal gespannt, wie hell dann die Taschenlampe wird. Oder so. Muss ja heller werden. Sonst bringt es ja nichts. Mhm. Ja, doch. Ja, das bringt schon was. Was haben wir noch gelernt? Haben wir ja noch was gelernt? Nee, ne? Doch anpinnen. Quasar-Quarz und Blasar-Quarz. Machen wir auch, der Vollständigkeit halber, dass wir halt alles haben. Quasar und Blasar. Gut, wird halt Zeit, dass wir die langsam fördern können, die Sachen. Ich meine, wir können das Pulsar herstellen, ne? So. Außen Tobia Sandsturm. So, wie viel kann ich da jetzt anheften? Steht jetzt nicht dabei, ne? Müsste eigentlich auch dort stehen, wie viel man da anheften kann dann. So, dann wieder hier rein. Haben wir wieder leer. Oh, jetzt gucken wir mal. Hier sind ein Haufen Stühle. Das sieht nach Kantine ein bisschen aus. Oh, geil. Wieder Token. 1000er Token zum Beispiel. Space Trader. Gain a total of 10.000 Terra Tokens. Ja, haben wir geschafft. Und wir haben doch nicht einmal sowas verkauft, ne? So Zeug. Um Tokens zu verdienen. Jetzt regnet es. Erst Sturm, dann Regen. Witzig. Sehr witzig. Ja, da waren wir irgendwie schon mal. Hier geht's raus, okay. Ja gut, dann waren wir hier, dann sind wir hier fertig. Dann können wir nochmal nach oben. Ja, ich hab's gewusst, es regnet. Na, durch das Fenster sieht man nichts. Die Tür geht gerade auf. Hier war noch ein Gang. Ah, noch ein Bauchip. Bringt uns noch nichts mehr. Wir haben alles gelernt, was geht. Dann die sind kaputt, seht ihr? Die gehen nicht. Da hat sich erledigt. Ja, hier ist es ziemlich finster, ne? Na gut, aber die Konsole hier geht zum Beispiel. Ja, haben wir das abgestückt. Und wir sind hinten nicht fertig, ne? Wir sind hinten nicht fertig worden. Also da beim Wasserfall eigentlich, ne? Die Sprengladung hat uns halt ein riesengroßes Fackel eröffnet, durch zu durchsuchen. Und das hat jetzt wirklich eine ganze Dreiviertelstunde hier dann, ja, mit dem kleinen Frack da vorne hier in Anspruch genommen. Wobei wir bei dem kleinen Frack da hinten eigentlich im Süden auch fast fertig sind. Dann in dem Frack gibt es, glaube ich, keinen Generator drin. Muss ich jetzt auch wieder bauen, so ein neues Ding da, so ein Generatorteil da. Dass, wenn ich ein neues Frack gefunden habe, dass ich da das auch wieder einbauen kann. Weil nicht, dass man es unbedingt braucht, ne? Aber dann kann man sagen, yo, da war's schon, da bist halt komplett fertig jetzt hier zum Beispiel. Und bei den Amphibien sind wir jetzt auch schon bei der Hälfte, bei 50%. So. Ja. Den Chip hier lege ich jetzt halt auch hier rein, ne? Osmiumstab, warum tut er den nicht abliefern hier? Ach so, ja, Stickstoffkartuschen. Haben wir zu viele, brauchen wir nicht. Das schmeißen wir mal hier an. Zack. Brauchen mehr Container hier. Oder mehr Drohnen. Oder es ist alles voll mittlerweile. Den Rest muss ich von Hand weglegen.
Also warten will ich jetzt auch nicht, bis die das abgeräumt haben hier. Sag da mal kurz kontrollieren. Nee, steht drin. Ja, Reichweite haben die ja scheinbar nicht. Es geht ja über die ganze Karte, ne? Also von daher müssten die das irgendwann hier wegliefern, hier, das ganze Zeug. Obsidian. Dünger. Ne, Nullna ist das. Lerma, ne. Estera. Was war jetzt? Bip, achso. Es bleibt. Ein Zeolith durch ablegen. Das, dass man Transporter bauen können. Na, da ist noch überhaupt nichts voll hier. Shanga-Samen. Zur Not müssen wir was schreddern, wenn es ist. So. Er hat Tipp gemacht. Er will was trinken. So, dann hier das. Und das hier ab da ablegen. Ja. So. Mach hier mal eine Sortierung. Alles klar. Ah ja, wir können kurz was essen. Aubergine, dann halt noch ein Kürbis hinterher. So, ja Leute. Dann sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Erkundungstour. Das nächste Mal geht es weiter erkunden wahrscheinlich oder mal schauen. Ne, weil uns fehlt ja halt noch ein bisschen was. Also uns fehlen hier noch Punkte für Luftdruck. Da sind wir dran, aber es fehlen immer noch ja 4 PA hier. Für die Wärme brauchen wir es halt immer. Sauerstoff. Ja, sind wir jetzt erstmal bei der Hälfte für das Ding. Sammler des Wasserlebens. Rucksack ist das nächste. Bei 350 und das können wir bauen. Braucht einen Haufen Energie, aber das ist ja bei unserer Energie, die wir bauen können mittlerweile. Überhaupt nicht mehr schlimm. Hier Streurakete ist das nächste. Mutagen, ja, oh Gott, das dauert noch ewig, dass wir zweimal haben. Da müssen wir Insekten mal ein bisschen boosten. Ja, aber momentan bin ich eigentlich gehypt, dass ich hier ein bisschen mehr erkunden will noch, weil ihr seht es ja, ne? Jetzt soll man es wirklich können, ohne Sauerstoffprobleme hier, ne? Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr beim nächsten Mal, euer Lego. Bye, bye.